vor dir dabei sein. In wintem Haar und festem Sattel, Wendy, glücklich und frei sein. Komm, galoppiert mit Wendy, Wendy. Ich glaube, mir wird schlecht. Mir auch. Oh. Und mein Gehirn friert ein. Aber das war es wirklich wert. Was? Huh? Meinem Magen macht das nichts aus. Was ich hier noch nicht so leicht verdaue, sind Anweisungen von Teamchefin Wendy. Was wir den Regeln zufolge brauchen, ist noch ein Reiter plus Pferd, falls einer von uns nicht antreten kann. Schade, dass Tanja nicht da ist. Sie wäre dafür perfekt. Was ist mit Robin? Ich glaube eigentlich nicht, dass das sein Ding ist. Und außerdem ist er nicht so gut wie wir. Andererseits bietet ein Walspringen verschieden schwierige Hindernisse. Ich denke, er wäre geeignet. Einverstanden. Ich frage ihn. Juhu! Das war unsere erste Entscheidung als Team Rosenborg. Wir füttern zweimal am Tag. Und das Wasser muss immer frisch sein. Verstanden. Es ist toll, dass du im Tierheim aushilfst, solange Jojo verreist ist. Das wird Spaß machen. Ich liebe die Tiere hier. Apropos, wer ist das? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Das ist Gizmo. Er ist seit gestern hier. Stephanie sagt, er hatte es nicht leicht. Er wurde von Tierheim zu Tierheim gegeben. Der arme Kleine. Wieso ist er nicht auf der Koppel? Wir haben gerade keine anderen Pferde und Stephanie wollte nicht, dass er allein ist. Sie denkt, die Gesellschaft der anderen Tiere hilft ihm, sich einzuleben. Du wirst dich um ihn kümmern, wenn das in Ordnung ist. Ihn füttern, ihm Wasser geben. Ich kann's nicht erwarten. Er ist so süß. Sehr gut. Warum fängst du nicht gleich an? Da drüben steht ein Sack Karotten und frisches Wasser könnte er auch gebrauchen. Ja, okay. Hallo, Robin. Hi, Wendy. Jerry, Christian und ich machen bei einem Springturnier mit. Möchtest du unser Ersatzmann sein? Bei was genau? Einem Walspringen. Wo sich der Reiter die Sprünge aussucht. Ja, genau. Jeder Sprung bringt Punkte, je nach Schwierigkeitsgrad. Du hast 60 Sekunden und musst so viele Sprünge schaffen, wie du kannst, dass sie mit den meisten Punkten gewinnt. Oh, und am Ende gibt es einen Jokersprung. Wenn du den schaffst, dann bekommst du 200 Punkte. Oh, ich weiß nicht so recht. Du musst wahrscheinlich gar nicht reiten. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, falls sich einer von uns ein Bein bricht oder sowas. Aber auch wenn es dazu kommen sollte, wärst du super dafür. Und es gibt einen Geldpreis. Wenn wir gewinnen sollten, teilen wir ihn durch 4. Oh, wenn das so ist, bin ich dabei. Ja, mein Team ist komplett. Oh, was für ein Süßer. Ja, aber nur von Weitem. Aus der Nähe ist er ein Winzling mit einem riesig großen Sturkopf. Ja, wahrscheinlich hat es damit zu tun, wie er vorher behandelt wurde. Er hat vielleicht seine Gründe. Denkst du? Ich wollte ihm nur ein paar Karotten geben und er ist auf mich losgegangen. Versuch's aus seiner Sicht zu sehen. Er kennt dich nicht. Warum sollte er dir vertrauen? Na, weil ich nett bin. Aber das weiß er doch nicht. Mach langsam. Sei geduldig, aber bestimmt. Und selbstbewusst. Zeig ihm, dass du seine Freundin bist. Aber, dass du sein Verhalten so nicht akzeptierst. Bei dir hört sich das so einfach an. Was ist daran so schwer? Er ist ein Miniaturpferd. Okay, dann versuch's. Hallo, Kleiner. Ich bin Wendy. Niemand will dir etwas tun. Wir wollen uns nur um dich kümmern. Möchtest du ein paar Karotten? Siehst du, jetzt ist er ganz ruhig. Vielleicht war ich einfach zu hektisch. Das reicht jetzt, junger Mann. Benimm dich. Ah, oh nein, Wendy! Weg, Gizmo! Geht's dir gut? Es ist meine Schuld. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Na, du hattest recht. Ich habe seine Sturheit einfach unterschätzt. Ich rufe deinen Vater an. Ein Arzt muss sich deine Rippen ansehen.
Was ist heute los mit ihr? Keine Ahnung. Die beiden beherrschen den Sprung sonst im Schlaf. Wer ist jetzt dran? Wer war das da gerade auf dem Platz? Nicht die Wendy, die ich kenne. Ich auch nicht. Was ist los? Ach, ich wurde gestern im Tierheim von einem klitzekleinen Miniaturpferd getreten. Es ist nichts, wirklich. Mein Vater hat mich zum Arzt gebracht. Es sind nur ein paar gequetschte Rippen. Das ist bedauerlich. Aber da wir ganz offensichtlich keine verletzte Teamchefin gebrauchen können, wirst du doch zurücktreten, oder? Natürlich! Nicht! Der Arzt sagt, in einigen Tagen wird es viel besser gehen. Wendy, wenn du noch mal auf deine Rippen fällst, dann können sie womöglich brechen. Und obendrein vermasselst du dadurch unsere Gewinnchancen. Ist das etwa alles, was dich beschäftigt? In einem Wettbewerb geht es vor allem darum, herauszufinden, wer der Beste ist. Und ich für meinen Teil will gewinnen. Das ist ja was ganz Neues. Hört mal, es sind noch ein paar Tage Zeit. Ich werde reiten können. Komm schon, Jerry, vertrau mir. Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht sicher wäre, es zu schaffen. Du bist die Teamchefin. Es ist deine Entscheidung. Ist es das? Ja, das ist es. Also, was denkst du wirklich? Er macht mich noch verrückt. Pferde sind von Natur aus sanfte und gütige Tiere. Aber schon eine schlechte Erfahrung kann das ändern. Und Gizmo hatte einige davon. Ich könnte dir ein paar Bücher zum Thema Pferdeverhalten ausleihen, falls du es nochmal mit ihm probieren möchtest. Nein, danke. Ich kenne meine Grenzen und ich habe sie erreicht mit Gizmo. Kann ich mich nicht um die anderen Tiere kümmern, bis Jojo zurück ist? Ja, klar. Hallo, Kleiner. Bist du bereit für unser Training? Eigenartig. Sultan und Bayan sind schon weg? Ich komme gleich zurück. Bin ich zu spät? Und was macht Robin hier? Wir haben uns Sorgen gemacht um dich. Und nochmal abgestimmt. Christian ist der neue Teamchef und du bist jetzt unser Ersatzmann. Aber es geht mir heute schon besser. Sicher. Bis du wieder auf ein Pferd steigst. Es geht hier nicht nur um dich. Wir tun hier einzig und allein das Beste für unser Team. Ach, wirklich? Das Beste für uns alle? Oder für dich? Wie konntest du nur? Tut mir wirklich leid, Wendy. Ich fühle mich schrecklich. Ich dachte, du wüsstest Bescheid. Ich bin nicht auf dich wütend, sondern auf Jerry und Christian. Was ist passiert? Ich wurde rausgeschmissen aus meinem Team. Naja, sie haben dich nicht rausgeschmissen, sondern als Teamchefin abgewählt. Was noch schlimmer ist... Von Christian bin ich wirklich nicht überrascht. Aber Jerry ist angeblich einer meiner besten Freunde. Wie konnte er sowas hinter meinem Rücken tun? Und das nur wegen eines blauen Flecks. Doch kein blauer Fleck. Gequetschte Rippen, das ist ein Unterschied. Jerry macht sich Sorgen um dich. Vielleicht hat er sich nicht richtig verhalten, aber er hat es nur gut gemeint. Oh nein! Los, Gizmo, weg da! Amigo! Es tut mir so leid. Ich wollte nicht, dass Amigo verletzt wird. Ich wollte ihn nur beschützen vor Gizmo. Ist alles in Ordnung? Naja, die gute Nachricht ist, er hat nur eine kleine Gewebeverletzung. Die schlechte ist, Amigo wird sich für ein paar Tage schonen müssen. Aber ich soll doch morgen mit ihm das Turnier bestreiten. Das geht leider nicht. Tut mir leid. Was sollen wir denn machen? Wenn wir nicht antreten, verlieren wir unser Startgeld. Unfassbar, dass du Amigo in eine Situation gebracht hast, in der er sich vor dem Turnier so verletzen kann.
Ich hätte nicht gedacht, dass... Genau, du hast nicht gedacht. Und jetzt fehlt uns ein Reiter und ein Pferd. Das reicht. Es ist nicht Robins Schuld. Ich war dabei. Es war ein Unfall. Robin kann auf Penny reiten, okay? Wirklich? Du lässt jemand anderen dein Pferd reiten? Wow, das ist toll. Danke, Wendy. Schön, dass wir uns wieder vertragen. Ich habe das nur zum Wohl des Teams gemacht. Wir beide haben uns noch lange nicht vertragen. Scheint offensichtlich noch nicht beigelegt zu sein. Nein. Warum ist Gizmo hier draußen? Ich dachte, er sollte die Gesellschaft der anderen Tiere haben. Das ist richtig. Ich kann nur nicht riskieren, dass noch was passiert. Bis er uns verlässt, muss er hier draußen bleiben. Uns verlässt? Ich suche für ihn gerade nach einem anderen Tierheim. Oh nein. Er sieht so traurig aus. Er hat es nicht leicht. Er ist verletzt und wütend, und das aus gutem Grund. Aber ich kann nicht zulassen, dass er andere verletzt. Wenn Jojo hier wäre, könnte er mit ihm arbeiten, versuchen, mehr Vertrauen aufzubauen. Aber er ist erst in ein paar Wochen wieder da. Es gibt in der Nähe ein Tierheim, das ich mir gerne ansehen würde. Leistest du ihm so lange Gesellschaft? Ja, klar. Wir sind nach dem Mittagessen dran. Robin, du reitest zuerst. Jerry als Zweiter und als Teamchef. Ich als Letzter. Ich werde dann natürlich die benötigten Punkte holen für uns. Robin, denk daran. Das ist kein reguläres Springturnier. Es gibt keine Fehlerpunkte, wenn eine Stange fällt. Aber wenn sie unten ist, kannst du den Sprung nicht wiederholen. Du kannst jeden Sprung nur zweimal machen. Konzentriere dich vor allem auf die 3, 8 und 10. Die bringen viele Punkte. Ich bin nicht sicher wegen Sprung 10. Eine Trippelbarre? Penny kann diesen Sprung. Vertrau ihr. Okay, danke. Sprünge 11 und 12 sind Joker-Sprünge. Nur bei denen kann man Punkte verlieren, falls du dich entscheidest, einen davon zu springen. 200, um ganz genau zu sein. Aber wenn du einen davon schaffst, gewinnst du diese 200 Punkte. Nummer 11 hat wirklich nur eine Stange? Es ist ein schwerer Sprung. Durch die eine Stange ohne Unterbau ist es schwer, Distanz und Höhe zu beurteilen. Deshalb kriegt man für ihn so viele Punkte. Jerry, sehen wir uns deine Sprünge an. Hallo? Stephanie will Gizmo in ein anderes Tierheim bringen. Und es ist alles meine Schuld, Wendy. Ich fühle mich schrecklich. Wäre ich nicht zwischen die beiden gegangen, hätte er Amigo vielleicht nicht getreten. Bianca, beruhige dich. Es wird alles gut. Nein, wird es nicht. Du musst herkommen und mir helfen. Er muss lernen, sich zu benehmen, dann kann er vielleicht hierbleiben. Ich kann jetzt nicht kommen. Ich bin beim Turnier. Wendy, bitte. Sobald wir hier fertig sind, werde ich kommen und versuchen zu helfen, okay? Versuche in der Zwischenzeit mit ihm zu reden, freundlich und ruhig. Beobachte, ob er darauf anspringt. Zeig ihm, dass du seine Freundin sein willst. Ja, gut. Danke. So appetitlich, wie das aussieht, oder nicht? Suche ich mir mal lieber eine Imbissbude. Weil natürlich das frittierte Essen dort so viel besser ist. Pommes Fritz und ich haben eine besondere Beziehung. Man nennt sie auch Liebe. Wie geht es deinen Rippen? Viel besser, danke. So wie es der Arzt gesagt hat im Übrigen. Jetzt ist Schluss. Ich werde mich nicht von etwas einschüchtern lassen, das halb so groß ist wie ich. Ich schaff das. Hallo, Kleiner. Ich weiß, wir hatten keinen besonders guten Start, aber vielleicht könnten wir noch mal von vorne anfangen. Stopp, Gizmo! Stopp! Gizmo!
verdiente Führung mit einer beeindruckenden Punktezahl. Und als eins der beiden Teams, die heute einen Jokersprung geschafft haben, gut gemacht. Das zu schlagen wird bestimmt schwer. Gizmo, jetzt bleib stehen. Du kannst nicht einfach weglaufen. Warum können wir uns nicht verhalten wie zwei normale... Ich meine, von Mensch zu Pferd. Was soll der Blödsinn? Das ist doch kein Crossrad. Gizmo! Stopp! Komm zurück! Bitte! Unser letztes Team für heute ist das Rosenborg-Team. Los geht's mit dem ersten Reiter. Viel Glück! Zeig es denen, Robin. Genau so, Robin. Lass sie ihren Schritt finden. Penny ist heute richtig gut drauf. Robin hat sie gut im Griff. Oh, alles in Ordnung? Oh, nur zu viel gegessen. Erzielt ein beachtliches Ergebnis von 240 Punkten mit seinem ersten Reiter. Nicht schlecht. Aber Jerry, du musst gut sein, wenn wir das Rotstein-Team schlagen wollen. Wir schaffen das. Stimmt's, Junge? Und los geht's mit dem zweiten Reiter vom Rosenborg-Team. Wünschst du mir Glück? Viel Glück. Super gemacht. Danke. Viel Glück. Und jetzt die schweren Sprünge. Du hast es, Jerry. Los, Jerry! Team werden 200 Punkte abgezogen für den Fehler beim Jokersprung. Ihr Punktestand mit noch einem Reiter in den Startlöchern beträgt 420. 910 Punkte müssen erreicht werden, um das führende Rotstein-Team zu schlagen. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Sprung vermasselt habe. Wir hatten sie doch schon fast überholt. Du hast es immerhin gewagt. Okay, das ist zwar nicht perfekt, aber wir sind noch im Rennen. Wieso so dramatisch? Mein Magen. Mir geht's nicht so gut. Warte! Christian! Wo willst du hin? Du bist jetzt dran! Haltet ihn fest! Schnell, bitte! Ich habe ihn! Jetzt nicht mehr. Entschuldigung! Ordnung? Ja, aber ich glaube, ich habe mir etwas gezerrt. Autsch! Halt, Sultan, ich bin gleich zurück. Beruhigen Sie sich bitte. Sobald das ausgebüxte Pferd eingefangen ist, geht es weiter. Was ist da los? Fabio, hilf mir, ihn einzufangen. Oh, ganz gut. Gizmo, es ist alles gut. Langsam, Junge. So, ja. Böses Pferd. Er ist nicht böse. Er hat nur Angst. Alle einen Schritt zurück, bitte. Er braucht Platz. Es ist gut. Niemand wird dir etwas tun, das verspreche ich dir. Vertrau mir. So ist es gut. Ja, mein Kleiner. Können sich bitte alle Teilnehmer wieder beim Parcours einfinden. Es geht in wenigen Minuten weiter. Was ist denn los? Christian, es darf dir jetzt nicht schlecht gehen. Du bist dran.
Nein, du bist dran. Die Regeln erlauben, dass ein Reiter oder ein Pferd zweimal antritt, solange Reiter und Pferd anders kombiniert werden. Oh. Christian, ich kann nicht. Ich habe mir gerade meine Schulter gezerrt. Oh, da geht's dir besser als mir. Geh schon! Lass mich reiten. Auf keinen Fall. Dann du, Robin. Ich denke, Wendy wäre besser. Ich weiß, was ich kann und was nicht. Und ich würde meine und vor allem Pennys Sicherheit nie gefährden. Sherry, lass dich nicht darauf ein. Du hast gesehen, wie sie zuletzt geritten ist. Sie wird es vermasseln. Vertrau mir. Wir sind startklar. Ich bitte den Chef vom Rosenborg-Team anzutreten. Sie scheint sich zu bremsen. Dieser Sprung wäre 50 Punkte wert. Und die Zeit läuft ihr davon. Ihr fehlen immer noch 190 Punkte. Du musst mir jetzt helfen, Mädchen. Sie reitet zum zweiten Joker. Sie ist zu langsam. Das ist nicht gut. Springens ist das Rosenborg-Team mit 920 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Es tut mir leid, dass ich dich hinter deinem Rücken abgewählt habe. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Das meine ich ernst. Danke. Ich hätte auf mein Gefühl vertrauen sollen. Und auf deins. Auf Christian zu hören, das war Quatsch. Naja, der hat seine Lektion wohl gelernt. Der Arme. Nächstes Mal sollte er sein Essen mitbringen. Haben wir uns wieder vertragen? Wirklich? Ja, es ist alles gut. Was machen die? Spielen sie? Es sieht ganz danach aus. Er ist so süß. Es ist kaum zu glauben. Es hat eine Weile gedauert. Und ein paar Kilometer. Und jetzt ist er ganz brav. Glaubt mir, er ist so lieb. Bianca hat so gut mit Gizmo gearbeitet, dass er doch bei uns bleiben kann. Und außerdem kommt morgen noch ein Pferd. Das heißt, er hat Gesellschaft. Das ist großartig. Ich werde euch mal zeigen, was wir gerade lernen. Wir alle wissen doch, wie gern Gizmo rennt. Da kannst du sicher sein. Wir haben daraus ein Spiel gemacht. Wir versuchen jetzt gleich schnell zu sein. Achtung! Sie mussten nur lernen, einander zu vertrauen. Ja, das ist, was Freunde machen.